Da sind wir wieder. Sind ja, leider noch allein. Noch weil zu zweit, ja. Allein. Noch allein zu zweit. So, mal kurz schauen, ob die irgendwas Neues geschrieben haben. Elfenburg. So, ich habe jetzt gelernt, dass die Wolken von West nach Ost ziehen. Ja. Wieder zum Hero geworden. Ja, also für die Aufklärung, warum ich das gerade schreibe, ich habe halt geschrieben, dass da zwei Camper in, das habt ihr eh noch gesehen, dass da zwei Camper in Dingens waren und die Antwort darauf waren halt, dass die scheinbar ist, ich hoffe mal, das war kein Troll, sondern dass sie es ernst gemeint haben, jemand ist nett genug, um da jetzt hinzugehen und zu gucken, ob die die wegbekommen. Fände ich natürlich super stark, weil wir da halt echt nur hinwollen und zum ersten Mal einfach ein Haus bauen, weil wir sind halt neu auf Origin und so und ich würde halt einfach mal gern gucken, wie das so ist in dem Haus und wie das aussieht von innen und alles. Und einfach mal schauen, wie viel man da verstauen kann und so. Oh, Faggot Finder was killed. Oh. Du Eseldrucker. Eseldrucker. Bist du schon gespawnt? Ich bin wieder fast in der Stadt bei Kameni. Also nicht in Dingens, sondern ich bin halt bei der anderen Stadt. Das ist eine Scheune und die sehen Schornstein. Das ist, glaube ich, die. Ja, das ist die, das ist Kameni. Ja, ich weiß nicht, da bin ich auch gleich. Ja, du musst unten bei der Schule raus. Ja, der Zombie. Tot. Wo ist die Prime? Huch, wo rennt der denn? Ich fände das auf jeden Fall super stark, wenn die Camper da killen, weil das ist ein bisschen. Fuck. Der Bug hat nicht funktioniert. Du Mistvieh! Ich hock in der Tanne und er hat es geschafft, mich zu schlagen. Der Bug hat mich im Stich gelassen. Was soll das? Und ja, den Bug benutze ich öfter, einfach weil mir die Zombies hier zu sehr auf die Nerven gehen mit den Lags und allem. Nope. Ja, ist halt so. Mein Gott. Wenn es nicht passt, der kann mich ja flamen. So, was haben wir hier oben drauf? Wir haben hier Painkillers. APSS. APSSD brauche ich nicht. Ja, weiter geht's. Ich bin jetzt auch gleich in Kameni, also ich meine, ich sehe es zwar noch nicht, aber ich weiß, dass es hier direkt hinterm Hügel ist. Da kommt eine Kuh. Wo bist du schon? Ach, noch auf dem Weg. Lauf übers Feld Richtung Kameni. Wäre natürlich cool, wenn wir da jetzt gleich ankommen und erstmal zugucken können, wie da voll das Gemetzel stattfindet. Allerdings, falls irgendwer die Camper da tötet, dann werde ich auf jeden Fall mich von denen am ehesten noch töten lassen und nicht auf die schießen, weil die sind dann, im Englischen würde ich sagen, they are all right in my books und so, weil dann schulde ich denen eindeutig einen dafür, dass sie mir die Camper vom Hals genommen haben. Beziehungsweise vom Leib halten. Weißt du, in Elektro ist halt der Vorteil, da am Berg, meistens gucken die dann so blöd, dass du da einfach hochrennen kannst, die teilweise mit einer Axt killen, was ich oft gemacht habe und die voll ausrüsten kannst. Aber die, was da drin sitzen, hast du ja gesehen, der hat sofort gewusst, von wo wir kommen. Und weil die Zombies auf immer hinter uns waren. Ja, nee, aber der ist da halt auch, du hast ja schon gesehen, der war die ganze Zeit hinter der Mauer, der hat gewusst, dass wir kommen. Der hat nur darauf gewartet, dass wir näher kommen. Und es ist halt total lame, was der macht, aber vielleicht sind wir so jetzt gleich los. Bist du das? Was? Bist du in der Stadt? Ja. Ich mach mal den Dance. Bist du an der Straße? Ja. Einer? Hi. Ich bin nach rechts und seh dich auf einmal. Guten Tag, Sir. Guten Tag. Guten Tag. Hey, Affe, hast du eine Waffe? Prime, seine Kill-Serie ist vorbei. Ich bezweifle, dass der Prime. Einer von und wir den hier Campern im Haus links. Wow. Ich würde gerne hier rechts in den Jagdstand gucken. Ah ne, Quatsch. Oder ist da was oben? Ich weiß Gott gar nicht mehr. Letztes Mal haben wir da nicht hochgeguckt, oder ich zumindest nicht. Doch, da war was drauf. Aber letztes Mal waren da bloß Dosen. Hier ist ein Zombie. Zombie. Ja, aber egal, hier sind zwei Medic-Zelte. Vielleicht finden wir einen Morphium oder Blut. Kann ich schon. Spieler, geradezu. Lol. Der ist gerade reingerannt. Lol. Bist das du hier vor mir? Nein!
Hat einen Headshot kassiert, ist tot. Noch ein Schuss, auf Lol. Mich, wo auch immer her, der herkam. Was? Wo? Mich kam gerade ein Schuss. Vom Medicamp aus oder so. What the fuck? Weiß ja nicht, der ist gerade ganz knapp an mir vorbeigekommen. Ich hab grad einen Hero-Skin bekommen. Der ist im... Nee, schon wieder Schuss. Zombie hier. Hä, wo schießt mir? Ich höre nix. Ich weiß, es kommt von den Häusern da hinten irgendwie. Ah ja, komm da wieder. War's, ja. Wo ist der? Alter, ich hab grad... Oh mein Gott, ich hab grad fast Standbild. Ich muss mich kurz hier hinhocken, ich bin... Oh. Alter. Ich meine Festplatte ist gerade total im Aufschwung, du musst mich kurz beschützen. Holy shit. Hat sich jetzt langsam beruhigt, ich glaube schon. Da ist ja irgendwas. Geh keinen. Hier ist einmal Morphin. Der ist an der Kirche, da ist ein Nonnen gespawnt, der muss irgendwo in der Kirche sein. Ja, solange er nicht hier hinkommt und seine ganze Munition verballert hat, ist mir das herzlich egal. Ja, das klang aber auch noch nach Makarov. Ja, dann haben wir jetzt nicht so viel zu befürchten. Weil die Schüsse waren knapp. Der gerade eben, den ich getötet habe, das tut mir ein bisschen leid, weil der war schon freundlich gesinnt, der wollte nicht schießen. Nee. Ich bin im Medicamp drin, ne? Ich bin oben auf der Leiter. Na, hier ist nicht. Oh lol, jetzt bin ich fast runtergefallen. Was hast du? Da hab ich Zombie erschossen. Achso, okay. Für ein Blutpack ist mir das wert. Gut, dann könnten wir eigentlich weiter, oder? Zombie hat sogar noch eine Soda dabei. Siehst du? Oh, hi. Oh, Alter. Hey, ey, da läuft. Da hat jetzt ein Zombie, der zu uns kommt. Willst du aufnehmen? Wir wollen mal Aufnahme switchen zu dir, weil. Das geht gerade gar nicht. Lass uns ein bisschen weiterlaufen. Das fängt bei mir so an. Ich meine, ja, wir können hier raus und können gucken, wie es da ist. Ich blute. Wir müssen irgendwo schnell mich in Sicherheit bringen, dass ich mich verbinden kann. Auf zu den Industriehäusern. Ja. Ich hoffe halt mal, dass die das jetzt echt, die Camper da wegbekommen. Du bist mega durch eine geschlossene Tür gelaufen. Ich hätte, warum der Zombie gerade nicht hinterherkommt. Hast du eine Bandage? Ich hab keine. Du hast keine. Ich hab keine, ich hab die schon verbraucht, die eine. Oh Gott. Warte hier. Du kannst mich aber bandagieren. So hin? Ich hab's ja noch. Warum hab ich's denn? Bandagier mich einfach. Oh oh. So viele Nonnen. Hör auf zu schießen. Ups. Was? Auf ihn zu schießen. Okay. Ich hab noch 2 Schuss. Egal, komm, lass einfach laufen. Ich werd alle erschossen. Macht nix. Du bist bei mir gerade durch eine geschlossene Tür gelaufen. Na gut, das. Die Schule. Die Nonnen ist dabei. Ja, hier müssen wir lang. Komm, komm. Ach, im 1911 Magazin. Na klar. Wir haben aber keine 1911. Komm, gib Gas. Find du hin? Hier raus. Andere Seite. Rechts, links. Zur Stadt. Welcher Stadt? Ja, rechts von dir. Und da rennst du, oder? Nee. Feld. Rechts, rechts. Da, wo der Zombie hinläuft. Ja, genau. Zombie von rechts, Vorsicht. Bin ja schon gespannt, ob wir da jetzt ankommen und direkt wieder gekillt werden. Ich stimme dafür, dass wir einfach direkt zu den Leichen laufen und gucken, ob wir wieder abgeknallt werden, weil sonst rentiert sich's nicht, dass wir uns da jetzt vorher großartig ausrüsten und dann erst abgeknallt werden. Wollen nicht kurz in die Schule reingehen? Nee, weil die rentiert sich nie, hier ist Spawngebiet. Wenn schon, dann die Schule in, keine Ahnung, wie die Stadt beim Airfilter ist.
Ja, gut, hat sich ja zwei Zombies abgeknallt, du hast einen Typen abgeknallt, der sich nicht wehren wollte. Ja, der. Oder hat er keine Munition mehr? Das weiß ich nicht. Kann natürlich auch sein, dass er sich wehren wollte und es abknallen wollte, aber keine Munition mehr hatte. Ja. Weil da waren Zombies und so. So, möglich wär's. Voll unfair, ne? Angel XD ist gerade ausgetimt und jetzt wurde er getötet. So fies. Hä, warum ist denn da ein orangener Zombie am... Oh nein, geh weg von da, geh weg von da. Das ist ein Warum? Dr. Ivan. Den kannst du nur töten, wenn du Bandit oder hier, ich glaube Bandit oder Hero Level 2 mindestens bist. Sonst kannst du den nicht töten und selbst dann brauchst du magazinweise in den Kopf. Lass, mach den nicht aggro, denn wirst du, wenn du den nicht los bist, dann bist du tot. Der ist Das ist total Dr. krass, Ivan. ja. Cool. Bringt er denn irgendwie besonderen Loot oder so? Was ich so mitbekommen habe, ne, überhaupt nicht. Also einfach nur ein bisschen eine Pflanze für die Spieler. Sagt man das bei euch auch? Eine Pflanze für jemanden? Nee. Okay, also es ist halt, um jemanden zu ärgern. Man pflanzt jemanden. Pflanzt jemanden. Ja, Österreich. Piesacken. Ja, zum Beispiel. Du sagst in Pi, ja. Sack mal Pi. Den Hodensack in kaltes Wasser Irgend so ein hängen. Typ killt bei Elgas. Irgend so ein Typ. Lgas. Gas. Makarov, Distance 8. Also, wenn du mal guckst, ne, die ungefähr 90% aller Kills sind unabhängig von der Waffe auf sehr, sehr kurze Distanz. Und nur ein paar sind eigentlich auf größere Distanzen und mit Heavy Waffen und so. Und ich bin. Wieso bin ich Hero? Der Typ war auf jeden Fall gerade ein Bandit. Er hat auch den Bandit-Skin Ahnung. an. Und Ich den hab halt auch Skin, den du Hero oben meinst mit dem rechts. Schal, das ist übrigens nicht Hero, das ist Bandit. Was? Der Piloten-Skin, den du meinst, das ist Ich Bandit, hab nicht aber Hero. den ich anhab, ich hab aber oben rechts ein Hero-Zeichen. Du hast gerade. Nee, der weiß ich nicht, das kann Hero sein. Aber der mit dieser komischen, mit dieser Russenmütze da, das ist Bandit. Gut, dann würde ich jetzt sagen, einfach direkt hier durch und. Wobei wir können am Military Camp vorbeilaufen, ein paar Zombies mitnehmen und gucken, ob eine Waffe drin liegt. Oh. Kann nicht schaden. Zombies sind immer gut. Wenn einer von uns anfängt zu bluten, sind wir tot. Ja. Das stimmt, wir haben nicht eine Bandage. Ja. Na gut, es hört ja manchmal auf zu bluten irgendwann. Auf meiner Leiche, in meinem Alice-Pack waren haufenweise Bandagen, also Ja, ich wenn hatte auch nur noch eine und Haufen Magazine für mich. Nee, ich hatte in meinem Hauptinventar, glaube ich, zwei oder drei Bandagen und im Rucksack nochmal vier, glaube ich. Also da, ich war eigentlich ganz gut ausgerüstet. Bis auf eine Waffe. Mein C tut weh. Die Leute sind kreativ. Ich glaube, das war der, der uns getötet hat. Hoffentlich. Lol, der zweite von den GZ-Typen ist auch getötet worden. Und ein unknown Hipster. Wenn das die zwei Camper waren, die jetzt gestorben sind, dann. Da Zombies in der Baracke? God praise Da the sind Zombies an Lord. der Baracke. Macht nix, rein da. Monster. Ja, das, die sind frozen, keine Ahnung, vielleicht ist es ein Spieler, vielleicht nicht, wer weiß. Einfach gucken. Ich renne jetzt Rambo rein, ich hab keinen Bock mehr. Ich will jetzt einfach nur meine. Boah, hätte ich jetzt angefangen zu bluten, an dieser scheiß Buggy-Zombie. Ich will jetzt einfach echt nur noch an meine Leiche und gucken, ob die Typen noch da sind oder nicht. Trinkflaschen. Hätte ich gar nichts. Reinforcement Material. Ja, nimm das mit, nimm das mit. Das brauchen wir. Okay, ich zieh grad ein paar Zombies. Bist du das eh hier? In den Baracken ist nichts drin. Ich renne schon mal weiter Richtung Industrial. Bin ich mal gespannt. Da ist im Dunkel. Ja, ein bisschen. Das ist nicht so Wo läufst du schlimm. hin? Richtung Industrial. Ey, das war an dem Feuerwache vorbei, war? Nee, rechts davon. Ach, da bist du. Ja. Einfach Richtung Windrad da hinten. Da, wenn du über die Kuppe bist, siehst du es eh schon.
Das ist so nah, ne? Na denn, ich bin gespannt. Ich könnte mir vorstellen, dass das solche Arschlöcher sind, dass die auch unsere Grabkreuze instant versteckt haben, ne? Ich weiß noch, wo ich gestorben bin. Ich weiß auch noch, wo ich gestorben bin. Nach zwei Schuss, das kotzt mich gerade ein bisschen mehr an. Ich hab noch auch noch zwei. Ja. Ja, egal, ja, wenn wir die Leichen finden, du hattest eine M1911 und ich hatte hoffenweise Mock auf Max. Können wir noch vier Leute erschießen? Ja, rein theoretisch, ne? Die Scheune? Kann nur. Wenn schon so schön am Weg liegt.